Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Ich lade Sie ein zu einer verkehrspolitischen Rundfahrt durch Baden-Württemberg. Im Jahr 2013 wurde der Fernbusmarkt liberalisiert. Die Grünen im Bundestag haben zugestimmt. Ich denke, das war auch richtig. Die Fahrgäste haben inzwischen eine größere Auswahl an unterschiedlichen umweltverträglichen Verkehrsmitteln. Wofür der Fernbusmarkt natürlich nicht liberalisiert wurde, ist, dass nachher ein Anbieter den Markt beherrscht. Ich glaube, da müssen wir an das Wettbewerbsrecht rangehen. Was aber damals leider nicht durchsetzbar gewesen ist, ist die Maut für die Fernbusse. Der Fernbus muss sich nach meiner Überzeugung wie die Bahn, wie der LKW an der Finanzierung der Infrastruktur beteiligen. Dafür setze ich mich ein. Wir Grünen im Bundestag wollen den Deutschlandtakt realisieren, das heißt optimale Umsteigemöglichkeiten an Knotenbahnhöfen ermöglichen. Die Bundesregierung hat einen Bundesverkehrswegeplan vorgelegt, in dem der Deutschlandtakt zwar als Ziel benannt ist, es fehlen aber die konkreten Maßnahmen dafür. Wir setzen uns ein für eine starke Bahn, die ihre Vorteile wieder ausspielt. Es ist vor allem Zuverlässigkeit und Service. Da hat die Bahn in der Vergangenheit leider viel Vertrauen verspielt. Die Bahn muss da besser werden, den Service in den Zügen auszubauen, beispielsweise was Gastronomie und was WLAN angeht. Ich dokumentiere jede Fahrt mit dem Fernverkehr in meinem Online-Bahntagebuch. Das ist eine Mischung aus Unterhaltung und ernsthafter Bewertung, wie die Fahrt verlaufen ist. Dabei stelle ich fest, dass etwa jeder vierte Fernverkehrszug verspätet ist. Das finde ich und das finden auch die anderen Fahrgäste nicht so witzig. Die Deutsche Bahn befindet sich zu 100% im Eigentum des Bundes. Und was macht die Bundesregierung? Sie überweist von Jahr zu Jahr mehr Geld für die Infrastruktur, ohne die Mittelverwendung ausreichend zu überprüfen. Und sie macht keinerlei Zielvorgaben für verkehrspolitische Ziele, beispielsweise die Verlagerung von Lkw und Personenverkehr auf die Schiene. Auch beim Thema Barrierefreiheit ist kein Ziel erkennbar. Zu viele Bahnhöfe und Haltestellen sind nicht barrierefrei. Es fehlen stufenlose Zugänge, taktile Leitsysteme für Menschen mit Sehbehinderung und verständliche Fahrgastinformationen. Mobilität ist die Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Dafür muss sich vieles ändern. In meiner Broschüre stelle ich die Rechtslage dar, schilder die aktuelle Situation und mach Vorschläge, wie die Situation besser werden kann. Wir haben in Baden-Württemberg zahlreiche Bahnstrecken, die unzureichend ausgebaut sind, entweder eingleisig oder nicht elektrifiziert sind, beispielsweise die Murrbahn, die Brenzbahn, hier die Gäubahn, die Bodenseegürtelbahn oder auch die Hochrheinbahn. Die Bundesregierung, CDU, CSU und SPD geben diesen Projekten leider bisher nicht die notwendige Priorität. Deswegen drängen wir darauf, dass in den Schienenausbaugesetzen, die zur Beratung anstehen, diese und weitere Projekte entsprechend hoch priorisiert werden. In Radolfzell beginnt die eingleisige und nicht elektrifizierte Bodenseegürtelbahn. Sie führt nach Friedrichshafen und weiter nach Lindau. Während für die Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen und weiter nach Lindau der Finanzierungsvertrag für die Elektrifizierung unterzeichnet wurde, tut sich auf dem Abschnitt Radolfzell-Friedrichshafen leider gar nichts. Der Bund erklärt sich für nicht zuständig, obwohl es sich um einen Bundesschienenweg handelt. Der Bund muss endlich die Verantwortung übernehmen für einen attraktiven Bahnverkehr am Bodensee und damit für die Interessen der Fahrgäste. Die Hochrheinbahn ist eine Hauptbahnstrecke, die weder durchgehend elektrifiziert noch durchgehend zweigleisig ist. Für die Bundesregierung hat es aber leider keine Dringlichkeit. Sie plant jede Menge Umgehungsstraßen neu zu bauen, aber für die Bahn ist leider nicht allzu viel Geld übrig. Wir Grünen haben die Energiewende eingeleitet und wollen jetzt auch die Verkehrswende realisieren. Es muss darum gehen, Mobilität für alle Menschen zu gewährleisten. Deswegen wollen wir öffentliche Verkehrssysteme stärken, das Auto umweltfreundlicher machen,
Carsharing-Angebote ausbauen, den Radverkehr attraktiver machen. Damit es alles Realität wird, brauchen wir eine Bundesregierung, der diese Verkehrsmittel und diejenigen, die sie nutzen, am Herzen liegen. Dafür stehen wir Grünen und dafür stehe auch ich persönlich.